Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Schönen Dank, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr hier zuschaut. Vielen Dank, dass auch du wieder mit dabei bist und hier für mich ein Däumchen drückst und dass ihr mich hier alle unterstützt. Die Siedlung wächst und gedeiht, trotz einigem Ärger, den wir hier haben, mit entsprechenden Dieben und so weiter. Und da tauchen immer noch mehr auf, wie wir ja schon in der letzten Folge haben sehen können dürfen. Und ich rück den so ein bisschen auf die Pelle hier. Das gefällt mir nur sehr begrenzt, muss man so zu sagen. Das ist nicht so schön. So, ich hatte hier meine Truppe hier extra in die Ecke hier geschickt. Und siehe da, ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Ja, Moment mal. Erkundungsgedingse Wachturm. Da. Dicker Posten. Ich gebe mal hier Aufträge so in die Richtung. So, versammelt euch mal da hinten. Lasst die da mal in Ruhe. Und das wird jetzt ein bisschen heftig, weil die sind sehr nah dran. Bevor ich mich jetzt um die einen da kümmere, die mir schon ziemlich zusetzen, werde ich mich wahrscheinlich erstmal um die hier kümmern dürfen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, eine Waffenschmiede haben wir. Ach ja, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich nicht Bearbeitung, oder? Moment mal, Münzbrigerei, Schneiderei, doch, Bearbeitung. Die ich so ein bisschen vernachlässigt habe, beispielsweise eine Schneiderei. Die wäre sinnvoll. Wenn ich sie hier hinkriegen würde, wäre das super. Dann ist der Platz genutzt. Wow. Feier ich. Schneiderei, Planierers auf dem Weg. Wir bräuchten, glaube ich, dringendst eine leichte Rüstung. So ein bisschen. Alles andere, Rucksäcke und so weiter später. Ist das auch Verarbeitung? Weberei, genau. Kriege ich die auch noch irgendwo unter? Würde ich persönlich feiern, eine Weberei, die ich hier immerhin unterkriege. Sehr gut. Weberei, okay. Flachs. Meine Gemüsefarm baut auch Flachs an, oder wo? Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Gemüsefarm, logisch. Du bist wieder voll dabei, Kollege. Hier, genau. Das ist deren Metier. Getreidefarm. Immerhin, dann haben wir Flachs. Also demnächst. Oder nee, den Flachs haben wir, demnächst haben wir dann Seil und solche Geschichten. Und Stoff, hast du nicht gesehen? Waffenschmiede, sehr cool. Der ist da mit seinen Bronzeschwertern dabei. Ja, Moment, dann brauche ich natürlich... Nee, keine Kunstschmiede, aber eine Militärakademie wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Abenteuergilde ebenfalls. Puh. Wie kriege ich die denn jetzt am schlechtesten unter? Die ist ziemlich groß. Ja gut, dann ist das so. Irgendwo muss ich die Dinger ja bauen. So. Militärakademie. Und was war das noch? Abenteuergilde wäre auch ratsam, eine solche zu haben. Meine ich in Erinnerung zu haben, dass das so ist. Banditen hier, Banditen da. Auch die braucht relativ viel Platz. Moment. So. Dann haben wir die da eben mal so ein bisschen untergebracht. Nager entdeckt, das ist
irgendwelche Leute angegriffen. Das ist nicht so schön, aber ist im Augenblick so. Und auch in der Ecke wird es immer noch etwas hakelig. Oder ist es entsprechend hakelig? Auch das ist nicht schön, aber ist eben so. So, dann habe ich die entsprechenden Produktionseinheiten und andere Dinge, habe ich jetzt erstmal in Auftrag gegeben. Da wird die Werkzeugschmiede gebaut, was dringend erforderlich ist. So. Dann schaue ich mal durch. Wir brauchen noch ein Militärcamp und Garnison. Wachen können mit Grenzsteinen dein Gebiet erweitern. Alle hier stationierten Einheiten können patrouillieren oder Ziele von hier angreifen. Ist die neu oder habe ich die sonst nicht wahrgenommen? Ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Militärcamp ist klar, Entdeckerposten ist klar. Ja, also das ist beides erstmal Zukunftsmusik. Wir brauchen irgendwann noch Baustellencamp. Guck gerade mal, ob das jetzt schon Sinn machen würde. Wahrscheinlich ja. Die andere Frage ist, wo setze ich das Ding hin? Vor allen Dingen auch so, dass man das entsprechend nutzen kann. Hier irgendwo so ins Nirgendwo zu setzen, also nirgendwo in Anführungsstrichen, ist wegetechnisch so ein Problem. Ich würde hier eine Anknüpfung bekommen, ja, aber ich würde ganz gerne auch da eine Anknüpfung bekommen. Würde mir wieder das irgendwie funktionieren. Ne? Das geht, Moment, das geht doch. Momento. Baustellencamp. Der gute Mann sagt, da kriege ich hier hin. Wer auch immer dieser gute Mann ist, ist mir egal. Ich setze das einfach mal hier hin. So. Dann Wege. Einmal hier. Und einmal da. So. Dann haben wir das Baustellencamp auch in Auftrag gegeben. Dann ist das auch schon mal weg. Nahrung sind wir, glaube ich, fast komplett. Wir haben keine Sammelhütte und wir haben natürlich auch noch keine Fischerhütte. Mal gucken, wie sieht es hiermit aus? Uns wählt. Achso, das ist ein großes Wohnhaus, das haben wir noch nicht gebaut. Müssen wir mal gucken, ne? Muss ja nicht alles gemacht werden. Bis auf Silbertagebau haben wir aber hier die Sachen soweit erstmal komplett. Verarbeitung. Weberei ist im Bau, Schneiderei ist im Bau, Münzbrigerei brauchen wir aktuell noch nicht, kommt aber noch irgendwann. Werkzeugschmiede ist im Bau, Werkholzwerkstatt haben wir, Waffenschmiede haben wir zwei Stück, Rüstungsschmiede haben wir einen, oh, die ist schon fertig, cool. Kunstschmiede brauchen wir erstmal noch nicht, Militärakademie ist im Bau und die Abenteuergilde ebenso. Das sieht schon ganz gut aus. So, Lager. Wir haben drei Lager im Augenblick nur. Ach ja, es gibt jetzt auch ein Lagerhaus. Ja? Lagerhaus lagert überschüssige Waren ein, sobald Warenausgangslager voll sind. Oder lagert individuell ausgewählte Warentypen, hat Platz für je 64 Stück von bis zu 8 verschiedenen Warentypen. Das finde ich echt geil. Das Ding ist neu. Dann hatte ich Schatzkammer, die kennen wir. Handelslager kennen wir auch und den Handelsposten. So. So, die Werkzeugschmiede ist fertig. Lasse ich aber erstmal noch. Wir haben die Rüstungsschmiede ist fertig. Sehr cool. Und die Waffenschmiede ist auch fertig, ist mit der Arbeit beschäftigt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann militärische Einheiten. Da ist die Weberei im Bau. Waffenschmiede pausiert. Warum pausiert die? So. Moment, Moment, Moment. Baustellencamp. Jetzt müssen wir mal gucken, wo habe ich denn Kunstschmiede,
Militärakademie. Nee, das ist ein Baustellenkämpfer. Habe ich denn die Militärakademie? Die muss auch hier irgendwo existieren. Ach, hier. Da ist eine gewisse Eilennot. Die bräuchte ich nämlich dringendst. So. Rekrutieren, das kann ich schon mal machen. Ich würde 10 von den Kollegen hier erstmal rekrutieren wollen. Und ja, was braucht ihr alles? Nadelholz und Werkstein. So, wie sieht es hier mit dem Forsthaus aus? Okay, kann so bleiben. Dann Gemüsefarm, bla bla bla, Sägewerk, Holzfäller Hütte, die ist immer noch damit beschäftigt. Moment. Nee, du kümmerst dich um alles. Du kümmerst dich jetzt hier um alles. Den Fokus ein bisschen mehr in diese Richtung. Da den Fokus ruhig ein bisschen mehr so hier hin. Hier würde ich die großen Bäume bevor. Nee, erstmal alles. Der bleibt erstmal da und erstmal alles. So. Einheiten, Banditenangriff. Es ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wachen, Holzspeerwaffen habe ich. Holzspeere, ja, 10 Stück. 10 Fackeln, 12 Bronzeschwerter, das ist cool. Ein Eisenschwert, immerhin. Eisenlanze, oder oh, das ist jetzt eine andere Geschichte. Okay. Das wird. So, Eroberung und Erkundigung, Wachturm. Den setze ich den nämlich hier direkt vor die Nase. Der soll bekommen. Zehn von den Leuten. So, da braucht natürlich auch noch auf den Weg, ganz klar. Okay, damit wäre der Wachturm in Auftrag gegeben. Einen Augenblick. Achso, der Brunnen ist dann noch immer als priorisiertes Projekt markiert. Das brauchen wir aber nicht mehr. Also die Prio. So, Rodele. Hier los. Baumaterial fehlt. Abenteuergilde ist nicht so schön, ist jetzt aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, oha, um Gottes Willen. Nadelholz und Werkstein. Steinmetz. Okay. Okay. Ja, vielleicht wäre ein weiterer Steinmetz und so in diese Richtung nicht verkehrt. Abwarten.
Erstmal ist das Ding hier wichtiger. Wie viele Wohnhäuser habe ich eigentlich? 2, 3. Was? Das sind viel zu wenig. Oh! Ich brauche dringend Wohnhäuser. Wo waren die denn jetzt nochmal? Ach, hier, glaube ich, ne? Wohnhäuser. Und die kann ich ja kurz, Gott sei Dank, irgendwo hinsetzen. Wenn ich den Platz habe, dafür sie zu bauen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Ich war gespannt. Hey, ja, die habe ich vollkommen vergessen. Wo sollen denn die Leute, gerade so eingefallen, wo sollen denn die Leute jetzt überall alle herkommen? Das kann ja lustig werden. So, die Werkzeugschmiede hat im Augenblick nichts zu tun. Werkzeuge. So ein paar Sachen habe ich noch. Ich habe keine Zangen mehr. Dann kann der erstmal 5 Zangen herstellen. 2 von den Hämmern. Das ist ein Hammer. Säge. Ja, komm, was auch mal 2. Sicher ist sicher. Messer. So. Meißel. Komm. Sind wir nicht so. Dann hat er erstmal zu tun. Okay. Okay. Was sagt die Zeit? Geht noch. Clever. So, die ist so gut wie fertig. Sehr schön. Rio kann ich wieder rausnehmen. Da kommen dann auch die ersten Soldaten. Sehe ich gerade. Also die noch frei sind. 5 plus 5. 10 brauche ich. Oder wäre schön, wenn ich die 10 hätte. Sagen wir mal so. Entsprechendes Material muss natürlich da jetzt noch abgeliefert werden. Ganz klar. Was kommt da gerade an? 6 Schilder, 6 Bronzeschwerter, 3 Kettenrüstungen. Alles andere ist zum Teil auch schon unterwegs. Das lässt sich hören. 7, 8. Ah, sehr cool. Okay. Lübt. So einigermaßen. So. Fokusbuch für Patrouille. Dahin. Aber ich habe ja auch noch gleich die Möglichkeit, einen Angriffspunkt hinzusetzen. Könnte ich eigentlich schon machen. Attacke. Achso, geht noch nicht. Naja, gut. Immerhin den Fokuspunkt habe ich schon mal dahin gesetzt. Das ist schon mal viel wert. Problem ist, wenn ich jetzt natürlich nur einen habe, der doch existiert, ist ja nicht so schön. Wachturm. Bla bla bla. Habe ich alles richtig gemacht oder wieder vergessen? Ach, die Schilder, ach, das ist alles noch auf dem Weg. Deswegen. Ja, klar, der Weg ist weit.
Diese Einheit hat sich aber gegenüber diesen Veteranenbanditen durchgesetzt. Das ist sehr schön. Okay. So, da werden die Sachen geliefert. Abenteuergilde ist im Bau. Genau, das war die Geschichte. Dann will ich erstmal zu. Ja, komm, ich mach direkt 10. So, wie sieht es hier mit den Häusern aus, die ich in Auftrag gegeben habe? Sind die schon fertig? Das ist cool. Kleines Wohnhaus, das sieht ganz danach aus, ne? Jo. Das ist sehr schön. Das ist echt cool. Das ist noch im Bau. Ah, auf meine Leute ist hier Verlass. Kann ich nicht anders sagen. Auf die ist echt Verlass. So, aktueller Genuss. Mahlzeitstand für dieses Zuhause ist 0. Wie sieht es hier mit der Taverne aus? Die dürfte sowohl beides produzieren. Ja, ist auch dabei, aber aktuell mit den Stärkungsmitteln. Genussmahlzeiten. die Esstische sind aber zum Teil besetzt. Wie sieht es hier mit aus? Brot ist auch jetzt mittlerweile gegeben. Also das sollte eigentlich laufen. Hoffe ich. Sonst haben wir ein Problem. Wie sieht es hier aus? Kann man da schon was sehen? Genussmahlzeiten. Hat er immerhin schon 6 von den 10, die er benötigt, hier in diesem Häuschen. Und hier sind es 3. Die Produktion läuft also. Das ist cool. Das ist cool. Was ist hier los? Die Soldaten, werden da im Augenblick rekrutiert und ausgebildet und versorgt und so weiter. Und ja, schauen wir doch mal, wie es denen da jetzt ergehen mag. Boing, einer weniger. Nicht so gut. Aber den hat es jetzt erwischt. Schade, schade, Schokolade. So, kommen die nächsten Leute schon an. Und kümmern sich da so ein bisschen drum. Moment, Angriffspunkt. Zack, direkt dahin. Gar nicht lange rumfackeln. Sofort um die Leute da kümmern. Das ist cool. Und das ist weniger cool. Der ist ziemlich heftig. Was bist du? Elite-Bandit. Oh, okay. Hallo, Soldaten. Einer kommt da noch gerade angedackelt. Schauen wir mal. Wo ist er? Da. Der nicht da unschlüssig in der Gegend rumstehen. Du bist doch ein Soldat, ne? Oder ist das, ja, bist du eigentlich. Angriffspunkt. Hallo, da geht die Luzi ab. Seht mal zu. Der ist nicht ohne. Meine Güte, nee. Der metzelt da meine Leute nieder, als wären die nix. Diese. Oha! Ja, der hat gut lachen. Das ist nicht so schön. Ja, dann
wird es Zeit, dass ich hier so langsam aber sicher irgendwie stärkere Soldaten rekrutieren kann, sonst kriege ich den da nicht klein. Das wird heftig. Gut, weitere Aufgaben, die da auf uns warten, demnächst, aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Vielen lieben Dank auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freut mich sehr, hilft mir sehr. Und macht's gut, bis bald.